Zum Ebbelwoi, das wäre doch ein schöner Name gewesen. Der Ebbelwoi, Lukas. Wo ist der Ebbelwoi? Da kannst du nach dem Feierabend hingehen, wenn du den ganzen Tag schaffe warst. Und da kannst du dir gemütlich einen Ebbelwoi reinpfeifen und dann bist du erstmal wieder ganz entspannt für den restlichen Abend. Und dann ist das am nächsten Tag auch gar kein Problem. Da schaffst du auch eine 80-Stunden-Woche mit dem Ebbelwoi. Konnte ich nicht irgendwo auch ein. Gab es nicht irgendwo auch ein neues Monument, sag mal? Für die. Weiß ich nicht. Für die Hochhäuser gab es doch irgendwo eigentlich ein Monument. Aber ich bin halt auch gerade ein bisschen so am Punkt, wo ich sage, noch mehr aufsteigen lassen ist eigentlich stupid, weil ich komme ja so schon mit Schmuck nicht hinterher. Hm. Tja, Kevin, ich bin tatsächlich am Überlegen, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich nutze diese anderthalb Stunden aus. Um? Um Cap Trelawney aufzubauen. Zumindest so einen Anfang zu machen. Weil da ist ja wirklich alles noch komplett jungfräulich hier. Ja, wieso nicht, ne? Also das... Weil ich habe gerade sonst keine Idee, was ich für eine andere Baustelle noch aufreißen könnte. Deswegen gehen wir einfach mal zurück zu den Bauern. Zu den Bauern. Ich frage mich gerade, ich muss mir echt überlegen, wie hast du das bei hier, wie heißt denn diese fette Insel da in der neuen Welt? Manola, wie hast du das da gemacht? Ja. Noch gar nicht. Wieso? Nee, aber du hast ja einen Plan für die Insel, oder? Also... Naja, noch nicht wirklich, nee. Du hast ja auch nicht überlegt, wie du die, ob du da, welche Gebäude du da drauf setzt und wenn ja, wohin. Ach so, naja, also eigentlich wollte ich das schon so, dass da keine Industriegebäude draufkommen, gar keine. Mhm. Das war nämlich ob auch so das realistisch ist, habe ich keine Ahnung, wahrscheinlich nicht, aber also eigentlich wollte ich null, ich wollte wirklich nur eine reine Bewohnerstadt da drauf machen. Das würde ich halt auch echt gerne... Im absoluten Schönbau. Also so, wie ich noch nie schön gebaut habe. Komplette Dedication hier. Okay, dann mache ich das jetzt auch so bei Crown Falls. Es soll eine reine Insel für die Menschen werden. Ne? Keine Produktion, keine Schwerindustrie. Einfach nur pures Wohnvergnügen. Wir wollen dieses Elend der Lohnarbeit nicht sehen. Ja, diese Armut ist einfach... Ihr elenden Geringverdiener. Stört die Stimmung im Land hier, diese Armut. Kannst du eigentlich, also ich versuche heute über den Stream, werde ich nicht viel schaffen, außer dass ich meine Bilanzen fixe. Kannst du eigentlich zur riesengroßen Not, falls ich auf null runterfalle, mir auch Geld schicken? Ja, ja. Achso, okay. Ich wollte es einfach nur wissen. Muss mir nur sagen, wie viel du brauchst. Nee, bis jetzt ist alles noch gut, aber ich gucke jetzt mal nicht mehr auf die Bilanz, sondern ich versuche einfach nur noch, es wieder ordentlich zu machen. Ach, guck mal, hier ist noch Bierspenst. Was hat denn der Nate für eine Aufgabe? Jetzt bist du dran. Eine Taucherglockenaufgabe, ja, da habe ich Bock drauf. Du kannst schon los. Oh. Ich habe hier noch was zu erledigen. Zumal ja das Taucherglockenschiff sowieso gerade hier ist, also... Oh, greifen die mich dann an? Naja, wir werden es jetzt rausfinden. No risk, no fun, sage ich immer. Das ist mein Motto. Ich meine, selbst wenn Crown Falls jetzt nicht sofort zur Metropole ranwächst, dann habe ich doch die Hoffnung, dass ich zumindest hier in dem Gebiet auch eine positive Bilanz aufbauen kann, damit das einfach passiv noch so ein bisschen Geld in die Kassen spült. Nicht, dass ich es brauchen würde, aber es ist trotzdem schön. Setz die Segel. So, also ich glaube, ich bin jetzt fertig. Das Wirt-Dokument ist quasi runter. Erwarten neue Hoffnung. Also eine Seite ist voll. Okay. Ich kann mal ganz kurz euch das präsentieren. Also ich kann es euch nicht zeigen, aber ich kann es euch kurz mal vorsagen. Also, benötigte Waren in Enbesa. Gewänder, Sangha-Kühe und damit Trockenfleisch, Hibiskusblüten, damit Hibiskus-Tee,
Wachskerzen und Laternen. Das ist noch okay. Alte Welt. Schweine und damit Wurst, Malz und damit Bier, Eisen und Gulasch, Rum, Pelzmäntel, Schal und Hochräder. Das ist auch noch in Ordnung. Neue Welt. Lehnt euch zurück, nehmt euch ein bisschen Popcorn, das könnte dauern. Mais und damit Tortilla, Filz und damit Melonen, Kaffeebohnen, damit Kaffee, Nähmaschinen, Baumwollstoff. Ja? Anhaken, dass ich's, oh shit, ich hab genau gewusst, dass es passieren würde. Hau ab da! Dass ich sehr schön finde, dass du gesagt hast, nehmt euch Popcorn und dann hast du angefangen mit, ich brauche Mais. Ja, schön, ne? Well intended. ja, Baumwollstoff und Baumwolle, Ponchos, Fußbälle, Jalea, Parfüm, Kräuter, Meshkal. Das muss ich heute alles fixen. Here we go. Könnte nicht einfacher sein, oder? Nö, klingt eigentlich ganz gut. Ja, ich weiß. So, ich muss jetzt mal einen Schlachtkreuzer nach Cap Trelawney schicken, weil so funktioniert das hier nicht. Und du fährst bitte auch mit, damit wir gleich mal hier ein bisschen Balls zeigen können. Könnte ich einfach meinen Taucherglockengierspenst angreifen? Ich glaube, es hapert. Was fehlt mir denn? Holz, mir fehlt Holz. Das waren noch Zeiten, als mir Holz gefehlt hat. Oh. Meinst du jetzt vor der Hütten, oder? Nee, nee. Ich glaube, den Joke hast du auch schon damals gebracht. Natürlich habe ich das. Und ich würde es wieder tun. Sogar, ich habe 0 Holz, ich brauche 10 und auf der anderen Seite habe ich noch 2. Das heißt, wenn das Kontor nicht bis zu der Hütte hier kommt, doch kommt's, okay. Dann ist es einfach nur ein Waiting Game, was wir jetzt machen. Waiting Game. Wie lange brauchen eigentlich meine Kriegsschiffe hierher, sag mal? Cap Trelawney ist doch nicht so weit weg. Ah, das ist die neue Welt. Wo ist ein Cap Trelawney? Hier, nee, das ist ein Besa. Ach hier, guck mal, das ist doch nur um die Ecke. Ja, guck mal da. Canyon, du bist... Oh, Zeitung, warte, Zeitung. Oh, wartet. Zeige her. Okay, warte. Mal hier. Jetzt vergesse ich es wieder. Ja, ist die Farm ganz wichtig, ganz wichtig. Obacht, du hattest 2-mal rot, ne? Ja. Ja gut, aber es ist nicht komplett grün, also... Aber einfach nur, dass ich besser hab als du, das ist einfach so unrealistisch. Ja, natürlich also, ist es unrealistisch. Es ist unrealistisch, es ne? ist absurd und ich finde es immer noch affig, aber es bricht mich jetzt nicht komplett weg. Nee, das ist richtig. Das verstehe ich auch. Aber das müssen wir erstmal lektorieren hier, das geht so nicht. Hä? Tag. Der Zweck heiligt die Mittel. Sehr schön. Meine Kriegsschiffe sind weg. Das ist bitter. Ja. Also ich hole euch jetzt mal wieder zurück hier, aber... Hä? Die sind nicht hier auf dem... Die müsste man ja... Ach doch, da! Ach Gott, was? Da sind die erst. Uff, wie lange habe ich denn noch für die Quest? Das könnte ja wieder knapp. Da ist der Nate bestimmt bald wieder enttäuscht. 18 Minuten, uiuiui. Freunde. Das ist, tragisch. Jetzt habe ich das Schiff hier verpasst, was Holz abliefern sollte. Ach Mann. Das ist ein sehr schwerer Moment. Ich komme damit gerade mental übrigens überhaupt nicht klar mit diesem entschleunigten Spiel hier, ne? Man muss warten auf Rohstoffe, man hat nicht sofort alles zur Hand. Klar könnte ich jetzt aus der alten Welt Sachen hierher schippern und mir damit sozusagen die Rohstoffe zum Bau herplatzieren, aber das will ich halt auch gerade einfach gar nicht, ne? Aber es ist halt so ein weirdes Gefühl, weil sonst ist man in Anno immer so unter Strom und ah, das muss ich noch machen und daran muss ich denken, und das hätte ich auch fast vergessen. Das fällt gerade alles weg. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Das ist echt verrückt.
Wupp, das Schiff ist da. Rot. Alles bereit. Zack. Und jetzt haben wir genügend Holz, um hier die Hütte zu bauen. So, und jetzt mache ich mal hier was ganz Verrücktes. Ich kalkuliere ein, dass ich irgendwann hier wahrscheinlich Gleise legen werden muss. Deswegen gibt es jetzt hier eine dicke Promenadenstraße, die auch mit Bäumen gesäumt werden wird. Das heißt, es wird nicht so ein ranzig, lumpiges, zusammengeschustertes Larifari-Dörfchen, wie es Workers Refuge ist. Das klang jetzt fies, wenn ich so drüber nachdenke. Ich wollte Workers Refuge gerade nicht so dissen. Aber trotzdem. Ich sehe hier eine große Zukunft für Crown Falls. Oha! Meine Kriegsschiffe sind angekommen. Dann gibt's jetzt erstmal volles Pfund aufs Maul. Wen willst du denn aufs Maul hauen? Den drei Schiffen, die die Schatztauchstelle hier bewachen und meinen Gierspenst angegriffen haben. Was ich nicht mal wehren kann. Das ist wie ein Kind verprügeln. Sowas macht man einfach nicht. Das ist einfach nicht in Ordnung. Die Frage ist, reicht eine Holzfällerhütte aus oder brauche ich vielleicht doch eine zweite? Ich meine, die wird sowieso lang mittelfristig wieder abgerissen werden. Lassen Sie hochleben. Ach. Nee, so. Wir lassen es einfach bei einer. Liebe Anno-Entwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Das Wirtshaus. Nicht. 6x4 Blöcke zu machen. So schlimm? Ja. Alles in Anno ist irgendwie ungerade, also fast alles, sag ich mal, ist irgendwie eine ungerade Zahl, weißt du? Und dann dann hast du halt immer diesen einen, diese eine Stelle, wo du zum Beispiel einen Weg ranbauen kannst, ne? Oder wie jetzt bei den Häusern. Ja, ja. Das passt halt ja so genau rein. Aber beim Wirtshaus ist jetzt das Erste, wo es mir gerade richtig auffällt, weil ich jetzt auch sehr drauf achte gerade. Beim Wirtshaus ist es halt einfach nicht so. Da kannst du das nicht machen und das triggert mich gerade. Das verstehe ich dann natürlich. Aber egal, wir machen einfach einen Apfelbaum davor und dann sieht das hier wundervoll aus. Kann ich das umbenennen? Nee, schade. Wirtshaus zum Apfelbaum. Zum Appleboy, das wäre doch ein schöner Name gewesen. Der Appleboy, Lukas. Wo ist der Appleboy? Da kannst du nachher Feierabend hingehen, wenn du den ganzen Tag scharfe warst. Und da kannst du dir gemütlich einen Appleboy reinpfeifen und dann bist du erstmal wieder ganz entspannt für den restlichen Abend. Und dann ist das am nächsten Tag auch gar kein Problem. Da schaffst du auch eine 80-Stunden-Woche mit dem Appleboy. Definitiv. Ja, gar kein Thema. So, aber gleich gibt es Krieg. Du sagst es so, als würde es wirklich Krieg geben. Naja, also es gibt eine heroische Seeschlacht, sagen wir es mal so. Wenn ich nicht meine Schiffe aus den Augen verloren hätte, wo sind die denn jetzt hin? Die sind doch gerade noch... Ah ja, hier sind sie. Da kommen sie. Zwei Schlachtkreuzer legen sich an mit einer Fregatte und zwei Kanonenbooten. Oder warum, wie ich sie nenne. Jetzt mein Schiff angegriffen? Die Schimmelbämme unter den Kriegsschiffen. Ich weiß nicht. What? Hier bei N? Was? Ach, ist sie wieder zurück? I don't know. Bin zurück von den Toten. Ja, sie ist wieder da. Ja. Was für eine dumme Idee. Na gut, dass wir zumal unsere Schiffe ja einfach da stehen geblieben sind. Ja, ich glaube, wir haben die... Oh, jetzt ist schon vorbei. Ich glaube, wir müssen uns mal taktisch ein bisschen hier um die Insel rum platzieren. Ich glaube, wir haben die das letzte Mal tatsächlich bewusst da stehen lassen, weil es auch da schon hieß, dass sie zurückkommen würde. Ja, ja. Ich glaube auch. Und damit wir das gleich im Keim ersticken, wenn sie da irgendwie mit ihrem geklauten Schimmelschiff wieder angeschissen kommt,
haben wir gesagt, wir lassen unsere Kriegsflotte hier präsent. Deswegen würde ich jetzt einfach mal taktisch versuchen, meine Schiffe ein bisschen hier am Inselrand, weil die kommt ja offensichtlich immer aus nördlicher Richtung zurück. Auch die Eingänge vielleicht ein bisschen. Schauen wir mal. Ich versuche meine Schiffe mal ein bisschen taktisch zu platzieren. Jetzt muss ich aber ganz mal zurück nach Cap Trelawney und eine Seeschlacht bewundern, die sich der Kauz in Rot da drüben bestimmt anders vorgestellt hat. Er hat gedacht, er kann mir den Schatz klauen. Aber er hat ja nicht mal eine Taucherglocke. Jetzt sind es noch zwei Kanonenboote und ich möchte echt nicht in deren Haut stecken. Und da sind sie gesunken. Tja, put in und find out, sage ich immer, ne? Das sagst du häufig, stimmt. Ja, und damit geht's zurück. Oder lassen wir einen Schlachtkreuzer hier? Nee, ist eigentlich, oder? Doch, wir lassen mal einen Schlachtkreuzer hier, einfach für den Fall der Fälle. Machen wir mal. Und der Kollege, der geht zurück nach... Wo schickt man den am besten hin? Was ist denn die Monte Stollers? Ist das eine Insel in der Nähe? Ja, fahr einfach mal nach Monte Stollers. Wir sehen uns dann dort, wenn du da bist. Sag Bescheid. So, Gierspenst, die Luft ist hier so rein. Neue Befehle? Wir fördern derweil einfach einen Schatz zutage. Und haben... Was ist denn das? Atlantischer Türknauf, ja. Kann man so sagen. Ich würde es einfach als Muschel bezeichnen, aber... Wenn wir es den Nate so teurer vertickern können, dann ist das selbstverständlich ein atlantischer Türknauf. Und zwar ein verzierter. Aus der atlantischen Bronzeära. Als die Atlantinesen gerade entdeckt haben, wie man die Schmiedekunst für seine Zwecke nutzen kann. Und auch die atlantischen Sternbilder, sage ich mal, gebildet wurden. Zu einer Zeit, als die Atlantinesen noch sehr... rudimentäre Werkzeuge auch genutzt haben. Aber sie waren glücklich. Es war eine fröhliche Zeit, eine unbeschwerte Zeit, wo es das Schlimmste, was dir passieren konnte, war damals von einem Säbelzahntiger in Atlantis gefressen zu werden. Aber sowas wie heutige Probleme gab es damals noch nicht, ne? Also es war eine sehr entschleunigte Gesellschaft. Da gab es noch nicht sowas wie Privatinsolvenzen oder 40 Stunden Arbeitswochen bei der Bahn. Solche Probleme hatten die nicht. Da war wirklich das Schlimmste, was wir besehen können, dass du von einem Säbelzahntiger gefressen wirst. War eine viel, viel einfachere Zeit. Und da aus dieser Zeit stammt auch dieser Türknauf. Und deswegen, auch weil er halt in den Menschen so diese Urinstinkte der Entspannung wieder wecken kann, deswegen ist er so wertvoll. Lieber Nate. Ganzer Monolog war es nur für den alten Nate, damit er mir möglichst viel Geld gibt, was ich nicht brauche für diese Muschel. So, 14 Holz, da können wir wieder ein paar Häuser bauen hier und dann kommen wir doch so langsam in the business, wo es serious wird hier. Da sind wir schon ein richtiges kleines Dörfchen. Na, das war es auch schon wieder. Also, immerhin... Wir haben, wie viele Einwohner haben wir denn hier jetzt? 63? Nee, das sind nicht 63.000. Wo sehe ich denn das? Hier. 32! 32 Bauern und 32 Einwohner generell haben wir hier. Das heißt... Hast du was anderes als abgenagte Knochen gefunden? Ja, lieber Nate, das habe ich. Ich habe einen gar wertvollen Türknauf für dich. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Oh. Wartungskosten minus 100% für meinen Besucherhafen. Wow. Hier, Kevin. Mhm. Du hast doch einen Besucherhafen bei dir. Ja. Ich hab Angst. Ich hab hier die Thomasina Langton Promoter der Extraklasse. Die senkt die Wartungskosten deines Besucherhafens um 100% und steigert die Attraktivität um 25 Punkte plus 15% mehr Besucher. Die würde ich dir jetzt einfach mal vorbeibringen und überlassen, weil ich brauche sie nicht. Okay. Na, ich habe sie schon ausgerüstet und ich kann keine, das habe ich ja letztes Mal schon rausgefunden, ich kann keine doppelten Items ausrüsten.
Das heißt, wenn du entweder eine Hafenmeisterei schon hast, ja, hast du, und da in deiner Hafenmeisterei einen Slot noch frei hast für ein Item oder eins drin hast, was nicht so gut ist wie das, dann würde ich dir raten, das auszutauschen. Ja. Ich kann allgemein, alle Fälle. Ich kann allgemein mal durchgucken. Vielleicht finden wir noch was für dich. Weil ist ja Quatsch, ja, wenn wir hier rumschimmeln. Ich habe jetzt zweimal Ermenegilda die Mercante, die Expertin für Export. Also ist für Schiffe. Nee, dann brauche ich das selber. Auch für Schiffe. Hafenmeisterei. Beeinflusst alle Fischereien und Perlenfarmen. Produktivität plus 50%. Nee, brauche ich auch selber. Na, dann habe ich nichts mehr. Okay. Das ist vollkommen in Ordnung so.